Mensch. Ich hab viel gelacht, ey. Ich glaube aber, die Sendung wird kürzer, ne? Wieso? Es kam mir so schnell alles vor. Nein, das war nicht schnell. Ja. Wir haben gut recherchiert, wir haben gut gesucht und wir haben viel gelacht. Das kann der Grund sein. Das kann der Grund sein. Auf jeden Fall. In dieser Folge suchen wir für Mirko eine Limousine mit Dieselaggregat. Genau. Ja. Und 15.000 bis 17.000 Flocken hat der Kollege nämlich. Und Luxus muss er haben. Luxus, also, genau. Ausstattung. Ausstattung ist ein ganz großes Merkmal. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ja. Ja, gute Idee. Mirko hat einen Termin mit den PS-Profis. Ein neues Auto muss her, allerdings kein x-beliebiges, sondern ein Luxusschlitten mit ordentlich Bums. Das Budget des 40-Jährigen überschaubar. Mirko, servus. Mirko. Hi, ja. Hi, Mirko. Hallo. Hi, pflanz dich. Alles gut bei dir? Muss. Du suchst also eine Luxuslimousine, richtig? Ja, sollte was Mächtiges sein. Vor allen Dingen Diesel am besten, wenn es geht. Und Schubleistung, volle Hütte. Nicht zu wenig Hubraum. Es gibt ja V10 TDIs zum Beispiel, sowas aber nicht, oder? Also da soll schon richtig Dampf hinter sein, ab 3 Liter aufwärts. Also wenn ich mal auf der Bahn bin und vor mir da einer tuckelt, dann will ich auch schon mal... Dann willst du ihn wegschießen können. Was für Farben schweben dir vor? Silber, Grau, ins Dunkle hinein eventuell. Aber okay. Jetzt nicht unbedingt was Alpin-Weißes. Können wir dir auch einen Exot suchen? Nicht wieder Mainstream, sondern mal Abwege. Eigentlich ist man ja für alles offen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Na, sag nicht alles. Also okay, fürs meiste ist man offen. Gibt es auch eine Baujahrgrenze, wo das Auto nicht älter sein darf? Der soll auf gar keinen Fall älter wie 10 Jahre sein. Wie viel Kohle? Also ich habe jetzt ein Limit von 15, könnte aber eventuell mit Mühe und Not noch bis auf 17 raufkommen. Also 10 Jahre ist so die Schallgrenze für dich, 15.000 bis 17.000 Euro. So im silbernen Bereich? Ja. Ich würde sagen, damit können wir arbeiten. Wir machen uns auf den Weg und werden dir 3 fette, geile Limos mit Dieselaggregat vorstellen. Und selbstredend Automatik, ne? Auf jeden Fall, kein Schalter. Alles klar, hau rein. Jungs, ich freue mich. Die Fakten. Ein Luxusdiesel soll es sein. Nicht älter als 2005 und unter der Haube muss reichlich Leistung wüten. Jetzt können wir uns ja mal austoben. Ja. Die ganzen Standuhren quasi. Ja, das stimmt auch. Also Mirko rafft sich mal wieder auf, ja, und schmeißt uns quasi 15.000 bis 17.000 Euro vor die Füße und sagt, besorgt mir viel Luxus für überschaubares Geld mit Dieselpower. Ja. Und das sind meist nämlich die Kandidaten, die oft auch mal lange stehen. Ja, weil wer will schon so ein dickes Schwein haben? Der Mirko. Ein Bentley. Mirko ist ja schon so ein Bentley-Typ. Also es wird passen. Er wird wirklich gut reinpassen in den Bentley. Hat er die Kohlen? Nein, hat er nicht. Oder auch was anderes. Was haben wir noch? 15.000 bis 17.000. Und dann eine dicke Hose machen. Geht das? Das geht. Phaeton brauchen wir. Einen Phaeton, der sich sehen lassen kann. Also ein Phaeton finde ich wirklich, wirklich gut. Wirklich gut, weil das ist so ein sehr unterschätztes Fahrzeug. Weil jeder sagt, ah, oh nee, ist ein VW oder sowas. Mm-mm. Aber an sich, also viele vergleichen das ja mit einem großen Passat. Das ist alles Schwachsinn, weil das ist dieselbe Plattform wie ein Audi A8 oder wie ein Bentley. Also man muss sich das überlegen. Ich hab einen! Ich hab einen! Da ist er! Dann ist er doch. Aus 11/2008 hat 189.000 Kilometer gelaufen. Silber ist er auch, hat er gesagt, der Mirko. Silbermarker. Und budgettechnisch passt er perfekt rein, weil er kostet 15.999 Euro. Volltreffer. Also auf zum Volkswagen. Unserem ersten Luxusdiesel. Sag mal, was ist denn das hier für eine Rampe? Kommt doch keine Sau hoch. So. Müsste sein, sind nicht viele da. Phaeton 3.0.
Also ein 3 Liter V6 Diesel, Baujahr 2008 und 232 PS stark. Vor 8 Jahren übrigens das erste Auto der Oberklasse, welches die Euro 5 Abgasnorm erfüllte. Die Plattform der Wolfsburger Premium-Klasse dient auch Bentley als Basis. Im Continental, GT, GTC und auch im Flying Spur. Mit knapp 190.000 Kilometern ist der Luxusbomber aus Wolfsburg, nennen wir es einfach mal, sehr gut eingefahren. Zuschauer Mirko bekommt hier Langstreckenkomfort und Power. Allerdings nur, wenn der Zustand tipptopp ist. Servus, du siehst mir jetzt mal. Du bist der Türsteher hier, oder? Richtig, da bin ich. Du verkaufst? Ich verkaufe, genau. Verkaufst du viele Autos? Ja, sehr viele sogar. Siehst du doch. Gute Autos, guter Verkäufer. Pass auf, André war so ein Typ, Muskulatur war wirklich vorhanden, Tattoos waren auch vorhanden, sah wirklich grimmig aus. Aber wo er dann gesprochen hat, entpuppte er sich zu einem sehr, sehr sympathischen Kollegen. Ja, dann schieß mal los, Hase. Ja, da ist er. VW Phaeton, Baujahr 2008, 192.000 Kilometer. 2,8er. Schönes Auto. Ja. 192.000 gelaufen, ein Vorbesitzer, V6, V-Motion. Ein Vorbesitzer. V6 TDI, ne? Ganz genau. Okay. Volle Bude, unfallfrei. Oh, hör auf mit volle Bude. Bei so einem Ding, volle. Der Wagen ist voll. Guck dir das an. TV? Voll. TV nicht. Massagesitze. Massage. Alles. Die Massage. Memory-Sitz, das Ding ist voll. Memory kann man spielen auf den Sitzen. Da kann man alles mitspielen. So, ich stehe kurz davor, auf Probefahrt zu gehen, und zwar mit André. Und danach schieße ich direkt hinterher mit einem Check. Jaguar XF. Eine Raubkatze. Eine Raubkatze in einer Raubkatze. Hä? Geil. Schiebedach. Unfälle? Unfälle null. Unfallfrei? Unfallfrei. Oder unfallgefähigt, check frei. Unfallfrei, wir fake nicht. Hundertprozentig. Natürlich. TÜV erster Hand. Neu. Erster Hand. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich was finde, müsste der Vorbesitzer das dir gesagt haben. Ja, natürlich. Da kannst du den Vorbesitzer anrufen und ihm sprechen. Das ist doch kein Problem. Der sieht genauso aus wie du. Natürlich. Nein. Du rufst mich an. Hallo, was ist? Ich stehe vor Ihrem Phaeton. Ja, und? Hat er einen Unfall? Nein! Okay. Nein. Unfallfrei? Unfallfrei. Was? Rost? Nix, kein Rost. Guck, zeig mir Rost. Komm mit. Komm. Was halten wir hiervon? Ach, das ist doch kein Rost. Was ist denn da dann? Das ist ein Lack. Das ist ein Lackkratzer. Mehr ist das doch gar nicht. Kratzer kommen nach vorne? Ja, der blüht ein bisschen. Kratzer kommen raus? Ist ein 2,8er ist kein Neuwagen, ne? Weißt du doch. Ja, weißt du doch. Das weiß ich. Das ist doch ein Topf. Wir reden nur über Rost und du hast gerade gesagt, wir haben keinen Rost. Ach, das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Da kommen wir schon mit klar. Natürlich. Volle Bude, sagst du. Park Volle Distance. Bude. Park Distance. Hat er hier tüt? Natürlich. Nein. Guck böse. Dann geht's auf. Hä? Jetzt gib mal her. Mit deinem dicken Arm. Kann doch keine Hupe. Und du machst so und dann machst du so. Das hat hier auch gemacht. Scheiße. Ist noch nicht auf. Tank. Der ist auf. Ach, musst du durch den Tankdeckel einfüllen. Aber da sind wir schon beim klassischen Thema des VW Phaetons. Das waren so die Geburtsstunden der großen elektronischen Fortschritte, wo Volkswagen sich gedacht hat, wir bauen alle Assistenten rein, die es irgendwie nur gibt. Lenkassistent, Spurassistent, Geschwindigkeitsassistent und vor allen Dingen auch einen Kofferraumassistent. Und in der Regel hatte Volkswagen riesengroße Probleme, dass die Sachen auch funktionieren. Gucken wir mal hier drunter, ob die auch wirklich keinen Bums hatte, ne? Für mich ist immer wichtig zu gucken, ob diese Sachen schon mal benutzt worden sind. Weil daran kann man sehen, ob irgendwelche Pannen passiert sind. Ich glaube, weil das war schon mal auf der Straße, das war also schon mal im Einsatz. Was hat er jetzt gelaufen? 192.000. 192.000? So eine Karre willst du mir an? 192.000 Kilometer. Der Wagen ist tipptopp, der Wagen ist super. Tipptopp, Kofferraum geht hier auf. Kofferraum wird repariert, das ist eine Kleinigkeit. Aber wenn er auch so schlecht ist, warum bist du dann hier? Weil du so sympathisch bist. Das wird sein, siehst du? Nee, der ist ja auch nicht schlecht. Der Wagen ist top. Wagen ist top.
So, immer gut bei VW. Hier können wir schön sehen, was alles bestellt worden ist. Das Feld ist, sagen wir mal, gut gefüllt. Geht noch ein bisschen was. Ein bisschen was geht noch. Natürlich geht der Kofferraum. Ja, was natürlich wirklich geil ist an so einem Ding ist, du kaufst quasi, drunter steckt wirklich ein Bentley. Kabelbaum, Achse, viele, viele Bauteile sind schon mal Bentley. Und man kauft quasi ein Bentley für eine ganz schmale Mark, ne? Weil die 5 Mille, die haben wir für den Koffer, ne? Ist ja nix. Sehr witzig bist du heute wieder. Findest du nicht? Komm, wir leider nicht mit klar. Da reden wir ja gleich drüber. Das war ja nun mal so zum Vortesten. Wie du so drauf bist, wie du so tickst. Preise machen wir hinterher. Guck ihn erst mal an und dann schauen wir mal. Ich guck doch schon. Siehst du? Ich sehe Macken an Felgen. Also, was heißt Macken? Ich sehe eigentlich jemanden, der versucht hat, ein neues Design zu machen aus der Felge. Weil das ist schon hartnäckig. Das kann nicht jeder. Komm, wir gucken uns den Motor an. Komm rein. Schick verpackt, doch drunter steckt der gleiche 3-Liter TDI, wie wir ihn aus dem Audi, egal wo, rauskennen. Dieselbe Hupe. Common Rail 3 Liter. Was schafft der Bock? Der schafft es, dieses 2400 Kilogramm schwere Schwein in 8,4 Sekunden auf 100 zu beschleunigen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist der noch kalt? Jetzt ist der schon warm. Weil er rasselt, ne, wenn er kalt ist. Der rasselt nicht. Und die rasseln alle, wenn die kalt sind. Du machst doch deine Probefahrt, da guck ihn gleich mal an. Kalt! Da lässt man ein bisschen stehen gleich. Kalt! Lass ihn stehen. Soll ich ihn in den Kühlschrank stellen? Ja, pack ihn in den Kühlschrank. Mach mal ein anderes Ding, bitte. Kriegen wir hin. Warme 3-Liter TDI-Motoren, ne? Oh. Immer so leichte Gasstöße, bitte. So, wenn wir hier schauen. Wir sehen hier, wie die VTG-Regelung arbeitet und quasi das Abgasgehäuse auf klein und groß stellt. Das ist ein gutes Zeichen, wenn die noch so schnell und so sauber reagiert. Auch nicht ausgeschlagen, das Gestänge. Mach mal aus eben. Hier sehen wir oben die VTG-Regelung, die arbeitet auch noch schön, ist auch nicht ausgeschlagen. Aber im Großen und Ganzen ist der große Vorteil, dass dieser Motor, der 3-Liter TDI, dich nicht im Stich lässt. Er ist wirklich ein sehr, sehr solider Kollege, der läuft und läuft und läuft. Was er mal haben kann, ist Injektoren, Kette, das sind so Sachen, die mal Probleme machen können. Sonst ist er eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr solide. Wenn ich auf Probefahrt gehe, ne? Hm? Gibt ja super viel zu testen. Hm? Hättest du die Güte, du hast ja gerade sehr viel zu tun. Aber hättest du die Güte, auf Probefahrt mitzukommen? Wenn du fahren kannst, komm ich mit. Komm trotzdem mit. Soll ich mitkommen? Mhm. Weil du es bist. Komm. Danke. André wagt die Probefahrt im Phaeton. Und JP testet als erstes, ob auch alle 232 Dieselpferdchen laufen, wie es sein muss. So, 40. Und mal Kickdown. Ja, muss er einmal abkönnen. 100, 120, 130. Ist natürlich schon geil dafür, dass der Koffer 192.000, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein Ding gefahren bin. Das ist viel. Das geht. Langstreckenfahrzeug gewesen. Ach. Ich will verkaufen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wieso? Ich will verkaufen. Da müssen aber gute Argumente für den Phaeton auf den Tisch, denn für das gleiche Geld bekommt man schon einen ähnlichen Kollegen, einen Audi A8. Ja, der große Unterschied zum Audi ist auf jeden Fall, dass das Ding hier gut 400 Kilogramm mehr wiegt. Schadet's ihm im Durchzug auf jeden Fall. Man merkt, dass der kleine süße V6 schon ein bisschen mehr leisten muss. Aber so vom Fahrkomfort ist es ganz gut. Woran liegt das? VW hat damit geworben, die torsionsstärkste Karosserie zu bauen, die es überhaupt nur gibt im Luxussegment. Haben sie auf jeden Fall geschafft. Der Wagen rollt wie eine 1. Aber was ist mit dem Preis? Was willst du haben für das Ding? So wie es hier steht, 15,99 muss er sein. Da steht dran. Aber jetzt sag mir den Preis. 15,99. Nein, so macht man das nicht. Ja, wie macht man das denn? Man macht einen etwas höheren Preis dran, guckt, ob irgendein Idiot vor die Karre rennt und sagt, boah, V6 Touareg, genau mit der Ausstattung, den wollte ich immer haben.
dann kriegt man den Preis. Komm, im Großen und Ganzen ist der Wagen im recht guten Zustand. Gutes Auto, er blüht ein bisschen an der Seite. Kofferraumdeckel machen wir natürlich noch fertig. 15,5, so wie jetzt hier steht. 15 glatt. 15,5. 15,2. 15,5. 15,250. 15,5 ist ein fairer Preis für den Wagen. Da hast du viel Auto für wenig Geld. Das weißt du auch. Der fährt gut. Der fährt super. Da gebe ich zu. Ja, siehst du, das ist 15,5 ein fairer Preis. Nee. Doch. Nein. Doch. Ich komme dir entgegen. Bist du bereit? Du kommst mir entgegen? 15,4. 15,450. Und das Boah! Ist das absolut Ende. Nee. 15,450. Du bist glücklich, ich bin glücklich. Bei 15 war ich 15,450. Nee, ich erst Check-F 10. 15,450. Erst Check-F 10. Ja, sag was. Ja, fahren zurück. Zeig. Im Auto waren wir wo? Bei 15,4. Nein. Schauerte in Pittenberg. Hier bin ich geboren. Westside. West? Egal. 15,450, weil du es bist. Ach, du bist. Komm. Tschüss. Also ich muss ehrlich sagen, Mirko passt perfekt in den Phaeton. Ich habe Mirko gesehen und habe wirklich vor Augen gehabt, Mirko, Phaeton. Sid hat sich viel Zeit gelassen und denkt über etwas ganz Ungewöhnliches nach. Einen Exoten, den man nicht sofort als 17.000-Euro-Wagen auf dem Schirm hat. Ich habe einen. In Dortmund. Jaguar XF 3 Liter V6 Diesel Premium Luxury Ausstattung. 115.000 Kilometer, 2010er Baujahr. Und der will 17 Mille haben. Sieht gut aus. Steht nichts Böses drin. Ich würde sagen, dann ist er. Also ich finde deine Wahl mit dem Jaguar ganz cool, weil Mirko und so ein britischer XF, das kann passen. Ja, finde ich auch. Also ist gewagt. Ja, klar. Ist halt ein Jaguar. Muss man zweimal drauf gucken. Und man muss auch Mut haben, den zu kaufen. Und auch zu checken. Aber an Mut mangelt es den PS-Profis ja bekanntermaßen nicht. Boah, was ein Scheißwetter. Aber hier, Jaguar XF. Der Jaguar XF passt perfekt in das Anforderungsprofil von Mirko. Baujahr 2010, stolze 241 PS und eine gefahrene Kilometerzahl von knapp 116.000 stehen auf dem Datenblatt. Seit 2008 gibt es den XF als Nachfolger des biederen S-Type. Extra angelegt in der oberen Mittelklasse, um möglichst viele Käufer zu interessieren, verbunden mit dem Luxus der Oberklasse. Das lockt Kunden an und auch Sid kann sich auf sportliche Eleganz freuen. Oder vielleicht doch nicht? Jetzt suchen wir einen Verkäufer. Ja? Was Hallo. Verkriechst du dich denn in eine Karre, Sidney? Was soll ich denn machen? Ich habe auf dich gewartet. Dein Name war? Ali. 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 Wieso fährt denn Ali in Jaguar XF? Weil das ein guter Wagen ist. Ich nehme das jetzt einfach mal hin. Wie lange hast du das Auto denn schon? Wir fahren den jetzt seit 2 Jahren. Wir? 3 Jahren, ja. Ja, 3 Jahren? Ja. Wir? Wir, das heißt eigentlich fährt den von meinem Onkel die Frau. Von meinem Onkel die Frau. Also, okay. Ich fahre den normalerweise nicht. Ah, siehst du, jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Als würde Ali hier einen Jaguar fahren. Das habe ich dir sofort nicht abgenommen. Ja. Man hat gemerkt, es war nicht sein Auto. Mhm. Weißt du, das war von seinem Onkel die Frau. Und da hast du gemerkt, der hat gar keine Beziehung zu dem Auto. Er wollte einfach nur verkaufen. Ja, weg. Weg. Ich sehe hier, ihr habt Winterreifen drauf. Ja. Jahreszeiten vertan? Ja, ist halt eben nicht dazu gekommen, weiß ich nicht. Keine Zeit gehabt. Also, haben wir auch Sommerreifen? Ja, haben wir. Ja, warum habt ihr nicht gewechselt? Nicht dazu gekommen im Moment, ne? Hat er Unfälle gehabt? Ja, hat er. Der hat einen Auffahrunfall gehabt vorne. Das können wir ja auch gleich sehen. Mhm. Ich kann es dir mal zeigen, wenn du willst. Bitte. Ey, das finde ich aber mal löblich. Ja, natürlich. Wir wollten es jetzt nicht machen lassen. Ach so, ihr habt es auch gar nicht gemacht. Wir haben das gar nicht gemacht. Ich habe gedacht, ihr habt das instand gesetzt und habt trotzdem jetzt hast du darauf aufmerksam gemacht. Nein, stopp. Stopp, ja. Der hat, lass uns mal reingucken. Mach mal auf das Hölbchen. Wie schnell wart ihr denn? Ich kann sagen, sie war nicht schnell. Sie stand an der Ampel und irgendwie war sie irritiert, glaube ich. Hat dann auf Gas gedrückt. Der vorne, der stand noch. Oh. Also nicht großartig. Mit gut, der hat aber Bums, ne? Ja, hat sie. Ihr könnt uns einfach mal gucken, bis wohin ist dieser Schaden fortgeschritten. Jetzt ist natürlich hier alles verkleidet. Da kann nämlich von bis sein.
Ich meine, hier hast du. Ja. Jetzt muss man einfach mal hier gucken. So verschiedene Punkte kannst du mal schauen. Wie stark das ist. Ja. Ich meine, Scheinwerfer hat keinen mitgekriegt. Das ist ja schon mal gut, wa? PDC funktioniert noch, ja? Funktioniert, ja. Also hat keinen weggekriegt. Also im Großen und Ganzen ist er jetzt nicht sehr wild, ne? So wild war es nicht, nein. Nein. Aber das sagt mir ja schon mal für später. Später reden wir über den Preis. Ja. Da wird das ein Thema sein. Das verspreche ich dir. Mal schauen, mal schauen. Nein, nein, nein. Das verspreche ich dir. Das wird ein Thema sein. Wartungstechnisch? Wartungen wurden immer gemacht. Ja. Also heißt, der hat jetzt wie viel gelaufen? Jetzt 116 oder sowas. Okay, also vor 2000 Kilometer hat er Ölwechsel bekommen. Ja. Und Scheckef hast du auch, ne? Ja, müsste da sein. Dann lass es mal an, ja. Das Kätzchen, weil wir jetzt schon hier sind, ne? Jetzt haben wir hier ein 3 Liter V6 Biturbo. Gib mal ein bisschen Gas, damit wir mal ein bisschen was schnurren hören. Ja. Okay. Kannst ausmachen. Der ist auch furztrocken, der Kollege, ne? So, fertig. Also, Ölverlust haben da so nicht so viele Probleme mit, ne? Nein. Ich meine, das ist geil. Früher haben sie die Maschinen von Peugeot bekommen und die haben gesoffen wie Sau. Und jetzt sollen die wirklich wenig saufen. Also, verbrauchen. Technische Neuerung haben wir natürlich auch einen Alu-Zylinderkopf. Voll geil, weil da sparen wir ohne Ende Gewicht. Und deswegen haben wir auch nur 1,8 Tonnen. Hey, ist ja ein Leichtfuß hier. Hm. Sonst einen anderen Unfallschaden hier gehabt? Ja, hinten etwas gehabt. Ach, jetzt kommen wir. Hinten etwas gehabt, aber das sind so. Ja, gucken wir doch mal. Schauen wir mal. Du führst mich ja hier quasi. Normalerweise mache ich mal meine Runde. Jetzt führst du mich quasi. Jetzt hat es hinten auch einen Bums gehabt, oder was? Ja, ich glaube, beim Rausfahren, Parken und so weiter, gab es schon einige Sachen. Eieieiei. Da? Ja, da. Und hier, rechts auch. Ach, du. Ne? Da ist aber jemand rausgefahren, ja. Ne? Also du weißt schon, das ist nicht nur Smart Repair-mäßig, weil du hast ja links und rechts. Ja. Weil normalerweise, dann fadest du so raus halt, ne? Du lackierst bei und fadest hier raus. Jetzt pass auf, jetzt musst du ja hier auch dann Smart Repair machen. Ja, dann lackierst du hier, dann kannst du auch die ganze Chose machen. Und das geht in die Penunsen. Wir waren gerade bei so einer Thematik, die dann irgendwann mal des Späteren auf dich zukommt. Und ich garantiere dir, diese zwei Macken werden auch thematisiert. Bin ich schon vorbereitet, ja. Echt? Ja. Okay, können wir Kofferraum aufmachen? Ja, natürlich. Das Witzige war, du hattest ein Barbecue-Festival im Kofferraum. Oh, habt ihr einen Grillabend vorgehabt oder was? Ja, da hatte jemand vorgehabt. Hab einen großen Grillabend vor, ne? Ja, die Familie ist auch ziemlich groß. Aber ich sag euch jetzt noch mal eins, das garantiere ich. Mit einem Sack Kohle werdet ihr das nicht alles vergrillen können. Ja, das stimmt. Da müssen wir nachrüsten. Ihr wollt eigentlich jetzt hier drunten mal drunter gucken. Schatz, bring mal ein paar Einweggabeln mit. Okay, reichen 2000 Stück? Das zieht sich auch bei euch wie ein roter Faden durch die Familie, ne? Ja. Schatz, bring mal ein paar Becher mit. Jopp. 200 müssen reichen. Reservetank, aber der ist leer. Ja, weiß ich nicht, vielleicht verbraucht. Also der sollte eigentlich, also Reservetank, ne, ist meist da, um diese Reserve halt so einen Puffer zu geben. Ja. So. Da ihr ja so Unfall-Dummy, also Crash-Dummies seid, ne? Oh, hier sieht alles gut aus. Das sieht gut aus. Cool. Reservetank wieder rein. Ich meine, Jaguar hat ja noch ein Problem, ne? Bremsen. Obwohl das ja gar nicht so schwer ist, weißt du? Normalerweise bei schweren Autos hat es immer Probleme. Aber die haben immer so sehr hohen Bremsverschleiß. Nie? Wie viele Bremsen ist denn das? Wie viele Kilometer seid ihr überhaupt gefahren? Mit diesen Bremsen, oder? Ja, guck mal, das meine ich. Das Bild hier, die haben mega Riefen drin hier. Siehst du, wie ungleichmäßig die abgefahren sind? Ganz typisch. Ja. Die Kratzer soll ich auch noch zeigen, oder? Ja, oder willst du die auch nicht sehen? Soll ich die Kratzer auch noch erwähnen? Boah, ey, du Mann, du musst 1, 2,
drei, vier. Warte mal, eins, zwei, drei, vier Teile. Vier Teile, der Spiegel auch, aber das ist vier dazu. Fünf Teile mit vorne. Du musst fünf Teile lackieren. Ich bin kein Lackiermeister. Ja, aber das ist teuer. Das heißt, du musst insgesamt fünf Teile lackieren. Und das ist schon mal, um das ordentlich zu machen, musst du schon mal mit ein bisschen berappen. Über ein Tausender. Auf jeden Fall. Serviceheft. Müsste das sein, oder? Ja. Ob da alles eingetragen ist, weiß ich nicht. Sag mal. Bitteschön. Guck mal, guck mal, guck mal. Auslieferungsstempel ist hier. In Mall. Okay, da haben wir A. 2011, 20. Ja, ist gut. B. Ah, der war ein bisschen spät, ne? Ihr habt immer fleißig hier gemacht, ne? Ja. Ali, wie sieht das aus mit so einer Probefahrt? Kannst du gerne machen. Echt? Dankeschön. Bitteschön. Die Queen Mary mit Kapitän Sydney nimmt Fahrt auf und hebt sich vom Allerweltsdesign anderer Verkehrsteilnehmer ab. Ein Pluspunkt des XF, er ist nicht nur von außen etwas Besonderes. Das Erste, was mich hier anspringt in unserer Raubkatze, ja, ist eine gelbe Anzeige, oder eigentlich orange Anzeige, DPF voll, siehe Handbuch. Also DPF ist Rußpartikelfilter. Wir fahren ja im Diesel. Ja. Das muss eigentlich regeneriert werden. Also das kann man wie folgt machen. Man fährt, oder man sollte. Man sollte so im Bereich von 50 bis ja, oder 75 km/h bis 100, so in diesem Fenster, damit die sich frei brennen quasi, dass der Rußpartikel sich frei brennt. Also dementsprechend in dem Fenster fährst du eigentlich gleichmäßig, am besten mit Tempomat, über 20, 30 Minuten und dann dürfte das Thema gegessen sein. Wenn du das nicht beachtest und du wartest bis Ultimo, dann darfst du zum Vertragshändler, weil dann muss der das machen mit dem Tester und so was. Kostet auch wieder. Zwar sind beim Diesel die Wartungskosten im Schnitt höher als beim Benziner, dafür hat der Dieselmotor aber eine wesentlich längere Lebensdauer. Und jetzt sind wir mal beim Himmel. Ganz ehrlich, Jaguar, ihr könnt doch nicht hier so billige Stöffle reinmachen. Ihr habt hier das geilste Holz, ja? Wirklich. Ich bin echt ein Fan von dem Holz hier. Es fühlt sich so, haptisch ist das total geil. Wirklich. Echt toll. Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt hier ein ganz normal grauer Himmel. Dann muss es schwarz sein. Das würde es alles sehr, das würde es stimmig machen. Ja, in der oberen Mittelklasse wird der Luxus nicht ganz konsequent durchgezogen. Pfui, sagen die Jaguar-Puristen und dann auch noch ein Diesel. Viele sagen ja, ein Jaguar mit einem Diesel, das geht ja gar nicht. Das war mal, okay? Aber jetzt sind wir ja in 3 Liter V6-Modus hier. Der ist wirklich toll. Der läuft gut. Also ich kann nichts Schlechtes drüber sagen. Das fährt wirklich hier. Schnurrt wie ein Kätzchen. Bleibt die Frage, ob Sydney beim angegebenen Preis zu schnurren beginnt. Er möchte 17.000 Euro haben. Und er weiß selber, ja, dass er nicht ein Auto hat, was eine große Begehrlichkeit hat. Ja? Deswegen haben wir eine ganz gute Ausgangsposition, um den Preis zu drücken. Also ich meine, auch wenn es beliebt wäre, das Auto, würde ich trotzdem drücken. Aber ich würde sagen, wir kommen da auf so einen Preis von, also 16 ist drin. Ja, ich bin optimistisch. Erholsame Fahrt. Aber, Ali, du wolltest, Ich wollte was. Ja, du wolltest Geld haben. Ja, natürlich. 17.000 wollte ich haben. Ja, aber 17 kriegst du nicht. Du hast vorne einen Bumser und hinten einen Bumser. Ja, das weiß ich. Ja, sag was. Also, unsere Schmerzgrenze liegt bei 16,5. Das ist äußerster Preis. Ali. Darunter geht gar nichts. Ich weiß, ihr seid Verhandlungs... Künstler nein, seid nein, ihr. Sind wir nicht. Natürlich. Ich möchte den Preis haben bei 15.500 Euro. 16,5 ist schon fair. Nein. Darunter geht gar nichts. Du weißt ja gar nicht, was dahinter ist. Wenn diese Sachen jetzt nicht wären, wäre der bei 19. 19,5. Ja, 100%. Komm, ich gebe dir auch 21 dann. Ja, wäre. Ali, komm. Nein, auf keinen Fall. Bei diesem Preis niemals. Ja, wie niemals? Nein. Ben Senarijan.
Ah ja, jetzt auch so sprechen, dass ich sie verstehe. Ganz klar. 15,5 ist unfair von mir gewesen. Geb ich recht. Ja. Ja? War nicht fair von mir. Aber 16, da müssen wir uns treffen. Dein Lachen verrät alles. 16,2. Du bist eine Ratte, ey. Gleich hol ich alle Gabeln raus und stech dich gut. Nein, komm. Okay. 16. Deal. Deal. Ja, finde ich gut. Ja. Sag ich dir Bescheid. Sag mir Bescheid. Aber lässt auch alles in den Kofferraum mitnehmen, ne? Ich okay. Grille auch oft. Ja. An sich finde ich es eine coole Variante, so ein XF, deswegen habe ich ihn ja auch rausgesucht. Was würdest du vorschlagen? Also BMW sehe ich nicht so. S-Klasse finde ich auch irgendwie nicht so. Nein? Nee, so mehr sportlich. Audi? Audi. A8? Ja. Okay. Aber keine 4-2er-Maschine? Nein. Wie findest du den? Der ist gut, 2007er. 11.007, 147 gelaufen, Farbe ist jetzt mal, sagen wir mal... Ich finde die Innenausstattung sehr, sehr vage, also, aber Grund zum Fahren. Ja, aber auch die großen Komfortsitze drin und ist in Dortmund, Heimspiel die zweite. Ja, ist auch gar nicht weit weg, los geht's. Sid und JP machen sich auf den Weg zum dritten Kandidaten. Es ist der Dienstwagen der Bundeskanzlerin, der Audi A8. Komm her! Oh, da ist er doch! Das ist Audi A8. Da lang oder da lang? Da lang. Das ist er. Unser A8 von 2007 mit knapp 150.000 Kilometern für 17.000 Euro. Der Motor ist ein alter Bekannter. Der V6 aus dem Phaeton kommt auch bei der Schwestermarke zum Einsatz. Der Rest ist konsequente Oberklasse. So besteht die Karosserie komplett aus Aluminium. Dadurch wird viel Gewicht gespart und der A8 brennt 450 Newtonmeter in den Asphalt und soll nur 8,5 Liter Diesel verbrauchen. Ein idealer Kandidat für Mirko, der neu über 75.000 Euro gekostet hat. Jetzt brauchen wir nur Verkäufer. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Servus. Guten Tag. Heute. Hi. Ja, hi. Jean-Pierre. Hallo, hi. Tun. Hi. Sydney. Hi. Hi. Das können wir Gutes tun. Ich hoffe, einen guten A8 uns verkaufen. Ach so, das Ding da. Ja, hat man drüber gesprochen, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ja. Ja. Schieß mal los. Genau. Was kannst du uns so auf den Weg geben, bevor wir das Auto uns näher angucken? Ja, ganz einfach, alles, was ihr so seht, ne? Ja, also voll ausgestattet, das Ding. Zweite voll? Hand. Was ist voll? Ja, voll das, was ihr siehst hier. Aber, ne? Aber TV? Aber ist die TV-Vorbereitung, ja. Und ja? Es ist ein Ruhrpott-Urgestein zum Thema Autohändler. Der hat auch jede Floskel drauf. Mhm. Der haut dir ein nach dem anderen vor die Fresse, wo du denkst... Kurze Rede, gar keinen Sinn. Das Ding ist interessant, lückenloses Steckheft. Zweite Hand. Audi original. Handschuhfach vorne. Alles wie viele Hände? Zwei. Also ist mit zwei Händen gefahren worden auch. Ne? Ja, ist wichtig. Ja. Gerade bei so einem Auto. Also, das ist das, ja. Ne? Also gehen wir mal ran ans Geschütz. Ja. Guck mal, was ist das denn? Hier sehen wir doch direkt so ein paar Kammspuren. Ja, was heißt Kammspuren? Das sind übliche Gebrauchsspuren. Du kaufst gerade Neuwagen hier, du. Ja. Und das ist ja auch ein großes Ding, ne? Mann, oh, ey. Was ist denn das? Ist das eine, da wird ein bisschen gerupft. Jetzt guck mal weg da, Mann, du. Nein, okay, aber keinen großen Bums. Gut, okay, nein. Gut. Das, was du siehst, das ist einfach so, ne? Ja. Ist ja schon mal schön zu sehen hier. Meine, wenn alle so aussehen, ne? Mhm. Dann ist das schon nicht schlecht, sag ich dir. Hier, ja. Die. Numero uno ist im Arsch. Weißt du, das ist ja auch ein... Nee, Arsch ist falsch. Ja, ja wie? Ja, was ist denn mit Arsch? Ja, was? Im Arsch ist falsch. Aber sonst? Ah, hier. Ich sag dir, die sind anders. Also meine Theorie ist, ja. Die sind beide auf der anderen Seite montiert gewesen. Das ist nämlich hier von der falschen Seite. Nee, wir haben die umgedreht. Die haben alle Laufrichtung. Deshalb, der fährt jetzt auch rückwärts. Ja, schön. Gucken wir mal. Ich schwärme mal aus hier. Ja. Gucken wir mal das Häkchen an. Genau. Ja. Schwärmt mal aus. So, wollen wir mal schauen, was der schicke A830 TDI für uns parat hält. Wir gucken mal vorne drauf. Wir sehen leichte Kammspuren. Wir sehen hier vorne so ein bisschen, ist der Lack abgeplatzt von diesem Mittel, wie heißt das, Single Frame Grill, Audi Style. Wir erfinden was Neues und wir sehen ganz anders aus als andere Autos. Hier ist ein bisschen Lack abgeplatzt, aber uns interessiert am meisten dieses schöne Kraftaggregat V6 30 TDI. An sich ein Motor und jetzt festhalten. Trommelwirbel. Der macht so gut wie gar keine Probleme. Können wir uns das so stehen lassen? Können wir nicht, ne? Also ohne Probleme kommen wir eigentlich nicht durch. Deswegen werden wir ein bisschen tiefer nachforschen, und zwar wie folgt. Und zwar
Was haben wir? Wir haben hier einen V-Motor, also wir haben 13 einmal nach links, 13 einmal nach rechts und haben einen Turbolader oben in der Mitte sitzen. Turbolader sind ja an sich dafür bekannt, ein bisschen mehr Probleme zu machen. Warum? Wieso machen die Probleme? Was ist so deren Problem? Deren Problem ist, wenn das Öl zu alt wird oder wenn Herrchen, was in der Regel da sitzt, nicht genug warm fährt, leiden solche Turbolader. Was noch vorkommt ist, was wirklich öfter mal kaputt geht, was aber nicht so teuer ist, sind die Injektoren. Die Injektoren gehen relativ oft kaputt. Reparaturkosten im schlimmsten Fall 4.000 Euro. Aber dann ist es ganz schlimm gelaufen. Dann sind alle in Fritten. Was noch gerne vorkommt bei dem 3.0 TDI sind Kettenprobleme. Die sind auf der Rückseite montiert. Wie könnt ihr das selber lokalisieren? Wie könnt ihr das selber am besten rausfinden, indem ihr, zum Beispiel, wenn ihr zur Probefahrt hinfahrt bei dem 3.0 TDI, dass ihr einfach beim Kaltstart, der Wagen muss kalt sein, weil wenn ich hier schon die Hand drauf habe, merke ich, der Turbolader war auf jeden Fall mal an oder der Motor war an vor ein paar Stunden. Der muss im Kaltstart sein und wenn ihr dann so eine Art Kettenrasseln hört, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Kettenspanner nicht mehr genug Öldruck produziert oder genug Öldruck weiterleitet auf den Spanner selber, um die Kette zu spannen. Ist das gut? Nein. Weil wenn so eine Kette, ich will es mal eben demonstrieren für euch. Moment. Zylinder, Kopf, Nockenwelle, Einlass, Nockenwelle, Auslass. Hier geht die Kette rüber, ja? Wenn die Kasse jetzt hinfällt, dann dürft ihr nicht lachen. Also, hier ist die Kette hier, ja? Das ist die Kette. Die Kette geht hier oben drüber. Wenn der Kettenspanner jetzt nicht genug spannt, dann fängt er ja an hier, dass die Kette hier arbeiten kann. Jetzt sind hier die einzelnen Zahnräder ja drauf, wie ihr gut sehen könnt. Genau. So, wenn jetzt die Kette hier hochfährt und hier nicht mehr genug Spannung drauf ist, springt die ja hier aus dem Zahnrad raus, was man ganz klar sieht, und hat hier dann so einen kleinen Bauch. Trägt diesen Bauch weiter in, die Auslassnockenwelle, geht hier rüber und dann haben wir einmal die ganze Kette einen Zahn zu weit nach links. Bedeutet, dass die Ventile einfach vom Zündzeitpunkt falsch stehen. Also die Ventile sind im Moment offen, wo sie eigentlich zu sein sollten. Passiert das zwei, dreimal, dreht hier alles weiter und dann haben wir Grande Malheur, du machst den Motor an und pow, knallt der Kolben gegen die Ventile. Und das ist teurer als 4.000 Euro. Das ist von Ersatzrad, aber auch noch die gute Felge. Ach, das haben wir vergessen rauszunehmen. Leck mich doch da. Weißt du, das gute ist Reserverad, du. Also das ist, ja, das ist großes Kreuz. Ja. Wollen wir uns mal gucken hier, ob die eine weg hat hier oder so. Ach so, die Felge. Ich hab doch gesagt, doch. Lass den Reifen drin. Ja? Ich hab nur Vorverletzung von gerade. So. Alter. Warte doch. Oh, das sind die anderen Vanillebäume. Alter Schwede. Du musst wissen, ich habe mir gerade den Rücken zerknackt. Echt ohne Scheiß. Aber egal. Ja, wunderbar. Weißt du, manche machen das Spiel nämlich das Spielchen und hauen da eine komplett zermackte, verpunktete Felge rein. Genau. Da nicht, nein, alles gut. Alles gut, alles schick. Oh, warte. Alter Schwede. Was wolltest du denn jetzt? Nicht, ich bin mal älter heute. Alter Schwede. So, was ist denn mit Papiere und so was alles? Papiere? Scheckheft hast du gesagt, hast du, ne? Hat er? Ja. Von außen hier pflegst du auch von innen? Nee, von innen und außen. So. Ich dreh mir auf Wolf hier. So, mach zu, klappe zu, komm, es kommt was, wo du lesen musst hier. Ja, warte. Können wir kurz nach unten gehen? Also unten gucken? Auspuffmäßig? Oh, kein Thema, leg dich drunter. So, guck mal. Das Lesematerial lege ich dir oben drauf, ne? Jawohl. So, Abgasanlage. Gut sieht's aus. Und Bums hat er nicht gehabt, hast du recht? Ja, du, ich kenn das Ding doch. So, geh mal bitte mit der Bettlektüre hier. Geht das mit der Brille bei dir? Ja, warte. So, sollen wir tauschen. Ja, jetzt sind wir im grünen Bereich. So, dann gucken wir, was wir Schönes für dich haben, ne? Jetzt ist einfach zu lesen, steht nicht viel. Was ist denn hier? Inspektion. Kilometerstand 31. 77.000? Dann haben wir 7. Da haben wir 20er Intervall. Ja. Ja, okay, alles klar. Da haben wir jetzt bei Kilometerstand, wie viel sind wir jetzt bei 100? 100. Ja, wie, du weißt nicht Bescheid? 32, ein paar Quetschstück. Okay. 147. Dann stand er die ganze Zeit, oder was? 147. Ja, schreib doch nicht an. Wir haben nicht das typische Kettenschlagen, aber wir haben einen allgemeinen, relativ lauten Motorlauf. Ich denke, um es genauer kontrollieren zu können, müssen wir zur Probefahrt gehen, weil so ist alles zu vage.
auf der Ausfahrt soll nun geprüft werden, ob die Steuerkette die von JP erwarteten Probleme macht. Aber der Motor läuft gut. Ich hätte erst gedacht, dass er so ein bisschen Kettengeräusche macht. Aber macht er nicht. Gut, ich meine, ich bin ein 3 Liter, finde ich gut. Ja, ich auch. Und der ist auch zügig hier drin. Ist auch wirklich, der Motor ist wirklich geil. Technisch scheint der A8 also seinem Ruf gerecht zu werden. Doch wie sieht es im Inneren aus? Was eklig ist, ist, finde ich, das Lenkrad. Das erinnert mich voll an Krankenhaus, an diese Krücken. Diese Plastikfarbe von so einer Krücke, weißt du? Ja, die ist genau so speckig. Ich meine, das geht alles. Ja, ich finde auch, sowas und Knöpfe, die hier sind ja normalerweise auch mal so softlackmäßig total im Arsch. Also vom Zustand her, für die Laufleistung, ist er sehr gut, finde ich sogar. Leder ist gut, von den Sitzen. Großartig, also weißt du, der wurde einfach nur gefahren. Nicht ran rumgebastelt oder sonstiges. Also, dranbleiben, weil die Verhandlung vom A8, die wird anders. Die wird wirklich anders, ne? Die wird knackig, aggressiv, sportlich, flink. Genauso wie Mirko. Und Mirko muss sich danach noch entscheiden, welches der drei Fahrzeuge seins sein wird. Dieser A8 macht bislang einen guten Eindruck. 17.000 Euro soll er kosten. Und genau da setzen JP und Sid jetzt an. Das wird gleich preisverhandlungstechnisch, glaube ich, ein ganz kurzer Auftritt. Der wird uns in den Block husten, was er geben, was er haben will. Ja. Und dann ist, glaube ich, eine Durchsage. Ich sehe realistisch 16. Mhm. Und das wird schon ein Kampf. So, Chef. So. Hat er zurückgebracht, das Ding. 6 Stunden endlich wieder da, oder was? Ja, wir müssen das ja ausführlich testen, das Fahrzeug, ja. Das Kfz. Ja. Ja, für so einen hohen Preis, wie du den angesetzt hast, muss man noch mal richtig das Fahrzeug inspizieren. Ich verdrehe mir gleich die Augen. Wir sind Dortmunder Urgestein, du weißt, keiner hat Puck in die Luft. Erzähl mal einen richtig reellen Preis. Ich hab keinen Bock, mit euch zu diskutieren. Sag mal jetzt, was ihr denkt hier. Ja, jetzt kommen wir nicht mit so einer Zahl an, wo mir der Kit aus der Brille fällt. 15.300. Reeller Preis. Als Anzahlung, das finde ich gut. Pack 5 Scheine drauf, ist es deiner. 15.800. Deal? Deal. Also, geht doch schnell hier. Ja, das sind Dortmunder Urgesteine, die haben Plan von der Materie. Okay. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Mirko sich für entweder für den Audi oder für den Phaeton entscheiden wird. Aber ich glaube, so der Phaeton hat so einen Hauch mehr Vorsprung, ist meine Meinung. Ja, das Rennen werden auf jeden Fall die Deutschen machen. Weil ich glaube, der Jaguar ist zu speziell. Er ist schön und schick von innen, auch Applikationen von Holz, alles gut. Aber zu speziell. Und ich würde, glaube ich, sogar auf den Phaeton setzen. Mhm. Jetzt kommt der Moment, worauf du gewartet hast. 3 dicke Karren. Na, da bin ich gespannt. So, ich würde sagen, jetzt bist du am Zuge. Jetzt bist du dran, Mirko. Jetzt musst du entscheiden, was du nehmen willst. Entweder die beiden deutschen Standardkollegen, die es aber sehr, sehr gut machen, auch luxuriös sind, oder der Jaguar, der so ein bisschen anders ist. Einer geht definitiv sofort raus, wegen selber schlechten Erfahrungen damit. Das ist die goldene Mitte, und zwar der Jaguar. Der geht gar nicht. Okay. Vielleicht habe ich auch so ein Sonntagsfahrzeug gehabt, aber war nicht das Ding. Darum würde ich den jetzt mal direkt wegschieben. Dann bleiben die 2 Deutschen übrig. Beide 3 Liter, Motoren identisch, ein wenig mehr Laufleistung. Aber ich würde sagen, mit ein paar richtig fetten Walzen geht der raus, und der ist es. Der Phaeton? Ja. Gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Gut gemacht. Hätte ich genauso gemacht. Sehr gut. Ja, also ich finde die Entscheidung von Mirko gut, weil ich meine, es war auch mein Favorit, der Phaeton. Ja, stimmt. Stimmt, du hast es sogar vorausgesagt, Sydney. Ja? Er hat einen guten Geschmack, der Mirko. Gleich ist er weg. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, warum die denken immer, das wäre ein Passat. Guck mal, also weißt du? Wäre schon ein großer Passat. Aber richtig groß. Ja. Guck mal, da ist er. Hey, Jungs. Alles gut? Wir sind euch. Ja, gut ist es. Ich will auch nicht mehr im Weg stehen. Hier, dein schickes Auto. Die Farbe, die ist es. Darf ich Ihnen die Tür öffnen? Aber natürlich der Herr. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ist geil, wa? Sagt er nur so, ne? Vielen Dank. Viel Spaß. Ich empfehle euch. Hey, danke nochmal und super Tag euch zwei. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das ist auch eine schwere Tür, ne? Ja. Aber bei der Farbe kriege ich schon wieder Kohle. Irgendwie auf. Grau? Grau. Elefant? Grau. Nee. Gulasch.
Wenn dein Gulasch grau ist. Oh, 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 oh. Ihr dürft nicht abschalten. Da seid ihr uns schuldig. Genau. Ihr müsst euch jetzt 45 Minuten Scheiße labern reinziehen. Servus, Leute.